Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tropico 5 mit dem AS Reiter Ja, recht herzlich willkommen. und mit mir, dem Baldassar. Genau. So, ich würde sagen, wir legen gleich los, beziehungsweise machen gleich weiter. Genau. Ich habe jetzt bei mir einen neuen Auftrag schon angenommen. Ich soll nämlich 8 Wachtürme bebauen. Du hast irgendwie, glaube ich, einen schwereren Level wie ich. Ich weiß es nicht, also. Oder du bist schon so gut und so weit fortgeschritten und ich bin so langsam. Das könnte natürlich auch sein. Also wie gesagt, ich werde jetzt demnächst auch die Revolution bei mir starten, also die Lossagung von dem Ja. König. 1, 2, 3. Wie viel habe ich jetzt gebaut? 3? Dann brauchen wir nochmal 3. Zip. Eigentlich kommt die Präsident, immer vom Strand her, ich glaube ich, wenn es zitter. irgendwas Sie zu holen zittern. gibt. Alle zittern. Oh, Erdbeben gibt's, sagt man hier. Bei mir ist nichts. Ah, ich will jetzt kein Erdbeben. Ja, bei mir ist jetzt auch Erdbeben. Oh Zeit für Zögern. ja, genau, okay. Es fängt jetzt auch gerade an. Ich kriegte erst die Warnung von Ja. meinem Kompagnon. Und jetzt habe ich das Erdbeben. Ich Also habe schon ein Gebäude ist bei einen, mir schon ja, zerstört. habe ich auch schon ein kaputtes. Das Erdbeben ist vorüber. Zwei Vier tote Bürger Bürger, getötet. drei Zeit über Landhäuser. mein Leben und meine Entscheidung Ein nachzudenken. Gebäude wurde bei mir beschädigt. Fertig. Aber Und jetzt? 3.700 Geld habe ich gekriegt. Geld habe ich jetzt nicht geschaut, aber ich glaube, das war bei mir nicht zu viel. Das war nicht viel kaputt. So. So, ich kann jetzt auch einen neuen Handel machen, weil das mit den Baumstämmen ist abgeschlossen gewesen anscheinend. Mal gucken, was haben wir denn? Ich muss ja mal gucken, was ich. Was habe ich denn für Agrarprodukte? Ich weiß es schon gar nichts mehr. Okay. Bananen, Der wurde noch Mais, gebaut. so. Mal auf Handel gehen. Was gibt's denn da? Fleisch, Bananen. Geht noch nix. So, jetzt muss ich mal gucken, dass das hier ein bisschen schneller voran. Wenn der Balthasar so voraus ist, dann muss ich auch was schaffen. Ja, brauchen wir noch nicht. Auch nicht. Gott, die Zeitung hat auch so ein Feld, wo besser und schlechter ist. Was besser und schlechter? Ja, so ein Raster, wo die Zeitung besser stehen würde oder schlechter stehen würde. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, dem König kann ich ja gleich schon meine Kohle liefern, sehe ich gerade. Das ist schon mal gut, oder beziehungsweise Ein Agrarressourcen. Soldat von Tropico ist tapfer. Ein Soldat von Tropico ist stolz. Ein Soldat von Tropico. Okay. Ein Jahr, 7 Monate. Es wird Zeit für eine Mandatsverlängerung. Aber ich habe immer noch den einen Auftrag mit der Arbeitszufriedenheit. Ich kriege die nicht Echt? hoch. Kriegst du nicht Ich los? weiß nicht, wie ich den wegkriege, beziehungsweise. Also wenn sowas ist, dann werde ich das erstmal nicht annehmen. Ja, gut, aber das brauchst du halt auch irgendwo, Ja, wahrscheinlich. wenn du eine Mandatsverlängerung haben willst. Ja.
Wir haben etwas ganz Besonderes erfunden. Den Leitkegel. So. Und ich denke, ich erkläre jetzt mal die Unabhängigkeit bei mir. Okay. Spar schon mal Geld. Okay, die kostet viel Geld. Ja, du kannst ja auswählen, entweder 20.000. Okay. Oder es kommt die Armee des Königs an. Okay. Auch schön. Verfassung, Wahlrecht, für reiche Bürger, Kirche und Stadt, Säkularum. Keine Ausbildung. Ah, shit, da fehlt ein Weg. So, Agrarressourcen bitte abholen, damit dann, ne, das eine Jahr und drei Monate besser wird. Ah ja, super. Es wimmelt nur so von versunkenen Städten, reichen amerikanischen Industriellen. Oh, jetzt muss man sich dadurch die, also Wahlrecht für alle Bürger. Säkularer Staat, Theokratie, atheistischer, säkular. Militär, Milizwehrpflicht, Berufsarmee. Da passiert nix. Nee, Wehrpflicht. Ist bislang. So. So, der eine Auftrag hat's jetzt auch erledigt. Ich nehme an, dass der jetzt verschwunden ist, nachdem ich hier die nächste Stufe freigeschaltet habe. Okay. So, was kann man denn alles Lustiges bauen jetzt? Ich glaube, das wird nämlich auch im Bauen einiges freigeschaltet. Okay. Was mache ich schon? Ja. Bin gespannt, ob das alles hier gut ist, was ich mache und... Da hinten die Farm ist auch umgesetzt worden, das ist auch schön. Ne, das können wir jetzt nicht mehr machen. Geht nicht mehr. Das geht auch noch nicht. Kann man auch mehrere Sachen hochleveln, doppelt? Nee, ne? Die Schaufel oder sowas, das geht immer nur einfach hoch zu leveln, ne? Oder? Wenn das hast es, ne? Wo meinst du jetzt hochleveln? Bei Forschung. Du kannst nur immer stufenweise machen. Also wenn du die Stufe erreicht hast, dann ist die fertig. Dann ist es gelaufen. Also okay. Zum Beispiel die Schaufel, die kannst du halt nur einmal entdecken und dann war's das. Okay. Das ist halt so. Du hast halt immer nur pro Stufe hast du halt immer nur drei Möglichkeiten, in welcher Reihenfolge du das ja entdecken willst. Okay. Also entweder fängst mit der Schaufel ganz zu Beginn an oder du machst mit der Sichel. Das kommt halt immer drauf an, was du als erstes halt an Gebäuden oder so hast oder was du halt brauchst. So, finanziell haben wir zumindest schon mal keine Probleme hier. Hat sich ja schon mal rentiert. Schon wieder 15 Bürger, ich glaube, da muss ich gucken, dass ich das hinkriege, ne? Handel. Handel ist gut, hast du gesagt, ne? Ja. Das spült ein bisschen Geld in die Kassen. Oh, Zucker könnte ich jetzt exportieren.
Und ich habe aber kein Schiffmärchen mehr frei. Mist. So, jetzt rutsche ich aber ganz schön in die Miesen rein. Ich habe gedacht, ich hätte zu viel Geld, aber das war ein Trugschluss. Okay. Wo sieht man eigentlich, was man Ausgaben hat? Nirgendwo wahrscheinlich. Das im Almanach? Im Almanach müsste das irgendwo drin sein. Unter dem obersten Reiter Wirtschaft. Okay. Da hast du Ressourcenübersicht und Bilanzsumme und sowas alles. Oh ja. Ich weiß nicht, ob du noch weiter reingehen kannst. Wahrscheinlich kannst du das noch, wenn du noch anklickst, geht das. Ja, geht auch noch. Kannst noch Einnahmen-Ausgaben bei, wenn du auf den, auf die Bilanz klickst, hast du Eingaben-Ausgaben. Okay. Tja. Die Landhäuser, die verbraten so viel. Ich habe zu viele Häuser gebaut anscheinend. Okay. Das ist meine höchste Budgetkategorie. Wobei mittlerweile das Militär das Ganze überholt hat. Das ist der größte Posten jetzt im Moment. Ja, das waren die zwei Kasernen, die ich da gebaut habe. Die okay. hauen rein wahrscheinlich und die 8-8-Türme, die ich jetzt habe. Ja, die musstest du für eine Aufgabe machen, oder? Ja, ja. Die habe ich für einen Auftrag gebraucht, deswegen. Aber ist ganz gut so, weil dann ist die Gefahr nicht so groß, dass man überrumpelt wird. Ja. Vom Mitspieler. Ich bin total harmlos. Ich suche gerade hier wieder. Im Moment auch mehr mit der KI zu kämpfen als sonst irgendwas. Da ist alles rot, das funktioniert dann schon mal nicht. Da hinten wird's grün, da muss ich noch eine Straße verlängern. Wir, die Anführer der Nation von Tropico, unterzeichnen hiermit die erste Verfassung von Tropico, um damit den Willen der Bürger Tropicos auszudrücken. Ich merke gerade, dass ich mir kein Handelsding gemacht habe. Und schon vorhin verklickt oder irgendwas. So, Bananen. Bananen habe ich eigentlich genügend. Okay. So, wollen wir hoffen, dass es läuft, ne? Was ist denn mit der Forschung los? Da tut sich im Moment so wenig bei mir. So, die haben so lange Forschungszeiten. Mhm. Mandat, nur noch 11 Monate. So ein Shit auch. Hast du schon über die... Die 50% drüber, Zufriedenheit? 48. Okay. Noch nicht ganz. Was war da? Revolution beinahe riechen.
9 Monate. Wie kriege ich das denn jetzt verlängert? Gar nicht. Hast keine Aufträge mehr? Ne, bis jetzt ist... Ich habe zwar einen, aber das ist nicht mit der... Das ist eher Revolution sozusagen und nicht königstreu. 8 Monate, super. Wird eng. Wird eng. Kommt auch gerade nichts mehr. Immerhin 40%. Wenn ich 50 habe, kann ich mich selbstständig machen. Ja. Ich glaube, du brauchst sogar 51. Wenn echt? Oh Gott. Noch schwieriger. Ja. Forschung kann ich auch nichts mehr machen. Seine barmherzigste Majestät hatte ihren Nachfolger ausgesandt, doch er wurde von stinkenden Piraten entführt. Ich habe eine neue Aufgabe gekriegt und da... Oder die ist gleich schon erledigt. Ich habe 1 Jahr und 5 Monate wieder. Glück gehabt. So, was macht's hier hinten? Wächst und gedeiht. Allgemein, das muss ich gucken. Gut. Handel. Jetzt habe ich so eine doofe Kaffeeplantage gebaut und jetzt wollen sie keinen Kaffee mehr. Ist ja auch nett, ne? Ja, ja, wieder gut geklappt. Das lässt sich ja ganz normal exportieren über den normalen Export. So, das sieht alles ganz gut aus. Wächst und gedeiht. Das Baugerüst kommt weg. 50%. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Ich kann die Unabhängigkeit erklären. Das sollte ich jetzt tun, oder? Ja, dann kannst du nämlich schon mal den Schmand sparen mit den Mandatsverlängerungen. Ja. Und wo erkläre ich die? Da ist so ein roter Zacken über deinem Präsidentenpalast. So ein Blitz, so gezackt. Also nicht rund wie die normalen Aufträge, sondern rot normalerweise. Siehst du es? Ja. Und jetzt muss ich Geld dann investieren, ja. Geld, weil Armee weiß ich jetzt nicht. Also ich bin das Risiko da aus dem Weg gegangen und habe gesagt, ich erkaufe mir die Freiheit. Ah, ich bin durch. Es hat einen Jingle gegeben und es steht jetzt Weltkriege. Ja, genau. Wahlrecht, reiche Bürger. Ich glaube, jetzt machen wir erst eine Pause. Das okay. Ist zu viel. Gut. Okay, warte, wir müssen das bestimmt einmal hier... Okay, Start. Ist das die Richtung, die ich jetzt auswählen muss, oder was? Wie bitte? Jetzt muss ich das Ausrichtung auswählen. Ja, genau. Du kannst dann die Ausrichtung jetzt auswählen und dann musst du unten auf dieses Siegel gehen, unten rechts, und dann hast du dann... Ja, also deine Verfassung wäre weniger festgelegt. Okay. Und die bleibt ja dann auch erhalten, die Verfassung. Die kannst du zwar dann irgendwann mal im Spiel wieder ändern, aber die bleibt erstmal für eine gewisse Zeit so.
Also das Oberste ist, glaube ich, schlecht, dann wirst du abgewählt, ne? Also ich hab's Oberste, habe ich Wahlrecht für alle, für alle Bürger habe ich gemacht. Dann, ach, das kann man ändern, wenn man draufklickt? Ja, genau. Und dann sind nochmal drei Punkte da dahinter versteckt. Okay. Und da kannst du halt auswählen, bei dem Wahlrecht war es, glaube ich, männliche Bürger oder nur reiche Bürger oder alle. Und ich habe da alle mal genommen. Gut, Kirche und Staat kann man dann auch noch ändern. Ja. Ach, ist ja nur ein Spiel, ne? Ja. Ja, komm, machen wir und fertig. Ja, dann würde ich sagen, lass uns erst abspeichern. Ja, dann speichern wir. Funktioniert sogar. Ja, ein Traum. Hä? Wenn ein man Traum. Weiß, wie es funktioniert. Also alle Leute, die es noch nicht wissen, Tropico kann man nur speichern, während das Spiel läuft. In der Pause geht das nicht. Gut, haben wir es geschafft. Erstmal für diese Runde wieder. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Genau, so schaut's aus. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.